So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video und diesmal geht es um die Top-Filme 2019, wie ich es ja gestern in dem Musikvideo schon angeteasert habe. Falls ihr das nicht gesehen habt, dann checkt das unbedingt aus, ich werde euch das nochmal unten verlinken, beziehungsweise ist einerseits das Video, was ich auf dem Kanal hier hochgeladen habe, meine Top-Songs und Alben aus dem Jahr 2019 und heute geht es um Filme. Um kurz auszuholen, warum es um Filme geht, ich bin jemand, der sehr, sehr viel ins Kino geht, ich mache das gemeinsam mit Eni, den ihr wahrscheinlich eher auch kennt. Wir waren dieses Jahr, ich glaube so um die 45 bis 50 Mal im Kino, letztes Jahr war es deutlich mehr, letztes Jahr war es um die 60, also ein neues Vorsatz von mir ist 2020 auf jeden Fall wieder mehr ins Kino zu gehen. Und es gibt einige gute Filme, die ich nicht gesehen habe. Dennoch habe ich sehr viele gesehen und würde euch gerne meine Top-Auswahl vorstellen. Bevor wir das aber machen, möchte ich nur mal ganz kurz sagen, ich teile aktuell nie direkt mit, wie ich einen Film finde, außer vielleicht irgendwie mal kurz zu posten auf Twitter, wenn er mir besonders gut gefallen hat. Deswegen meine Frage an euch, wie würdet ihr gerne in Zukunft die Filme sehen wollen? Also sprich, wie soll ich euch sagen, ob ich einen Film gut finde oder nicht? Wie soll ich ein Review schreiben? Wo soll ich das posten? Soll ich Videos machen, einmal am Ende des Monats, was die besten Filme des Monats waren? Soll ich irgendwie zu Filmen, die mir besonders gut gefallen, ein eigenes Video machen? Oder soll ich das irgendwie nur auf Facebook, für Facebook wahrscheinlich, oder Instagram oder Twitter posten? Schreibt mir das mal in die Kommentare bitte, würde mich sehr interessieren. Und lasst ein Like da, wenn ihr so ein Video nächstes Jahr auch nochmal haben wollt. Außerdem in der Beschreibung verlinkt ist eine Liste von den ganzen Filmen nochmal, falls ihr die Namen eben eingeben wollt oder irgendwie sowas. Und noch dazu habe ich eine kleine Top-Liste von 2018 erstellt. Die ist nicht so ganz genau, weil ich habe nicht mehr alles so im Kopf gehabt. Aber ich dachte mir so, ja, wenn wir schon dabei sind, machen wir das direkt. Und eine weitere Auswahl, nämlich drei Filme, die ich jetzt noch aufgeschrieben habe, die auch 2019 rausgekommen sind, die ich mir angeschaut habe, aber es gerade nicht in die Top 10 geschafft haben. Und zu den drei Filmen gehören ganz einfach Endgame, Avengers. Wahnsinns guter Film, aber kann man nicht in so eine Liste reinnehmen, weil es einfach darauf basiert, dass du alle anderen oder zumindest den Großteil der Avengers-Filme gesehen hast. Dasselbe gilt für Glass, der eine Fortsetzung von Unbreakable und Split ist. Zwei Horrorfilmen, die ein bisschen psycho-superheldenmäßig darstellen sollen. Und Glass ist so die Trilogie. Und das ist die weirdeste Trilogie eines Superheldenfilms, den es bisher gab. Aber ich finde es super interessant und lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Aber wenn, dann alle drei Filme. Und dann noch mein Platz 11 wäre The Favorite gewesen. Ist auch ein Film, der für viele Oscars nominiert war. Der hat es gerade nicht so reingeschafft, weil ich mir die letzten Tage noch einen Film angeschaut habe, der ihn von der Liste gekickt hat. Dann sind wir auch schon bei den Top 10. Ich versuche so wenig wie möglich es geht zu spoilern, aber speziell bei den späteren Filmen möchte ich ein bisschen natürlich die Handlung erklären. Nur damit ihr Bescheid wisst, dass das vielleicht ein bisschen Spoiler enthalten könnte. Bei den Top 10 den Anfang machte Rocketman. Ich bin ein großer Fan von Musikfilmen, speziell auch von Biografien. Biografien sind wahrscheinlich so mein Lieblingsgenre. Und Rocketman ist dieses Jahr so der musikalische Film des Jahres gewesen, das Highlight des Jahres. Bohemian Rhapsody ist einer meiner generellen Lieblingsfilme, hätte, wenn er dieses Jahr rausgekommen wäre, Rocketman straight up aus dieser Liste rausgewiped. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechter Film ist, er ist einfach nur nicht so gut wie Bohemian Rhapsody. Dennoch sehr, sehr stark, vor allem die Performance von Taron Egerton, den man unter anderem vielleicht aus Kingsman kennt. Und der spielt da dann eben die Hauptrolle als Elton John und singt sogar die Hits alles selbst, was für Schauspieler in solchen Rollen eigentlich typisch ist, aber bei ihm halt ein First war. It's a little bit funny, this feeling inside. Auch sehr cool zu sehen, außerdem, dass die Story sich sehr langsam entfaltet. Das hat man bei Bohemian Rhapsody ein bisschen zu schnell mitbekommen, finde ich. Das hat der Film ein bisschen besser gemacht. Auf jeden Fall eine Empfehlung wert, vor allem wenn ihr auf die Musik von Elton John steht. Since childhood, I have been fascinated with language. I've invented my own. You invented an entire language? Yes. Platz Nummer 9 ist ein Film, den ich bisher in noch keiner Top-Liste gesehen habe, und zwar Tolkien. Tolkien ist ein Autor, den ihr wahrscheinlich alle kennt, beziehungsweise spätestens, wenn ich euch sage, dass Herr der Ringe und Hobbit von ihm sind, ihn kennen werdet. Und das ist seine Biografie. The journeys we take to prove ourselves. Gespielt wird in einem Film von Nicholas Holt, den man unter anderem aus X-Men, Deadpool 2 oder auch The Favorite kennt. Und Lily Collins spielt seine Geliebte in dem Film, die einfach eine wahnsinnig wunderschöne Frau in dem Film darstellt. Das Ganze spielt zu der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg in seiner Schulzeit und dann später in seiner Universitätszeit, wo er dann später auch als Professor in Oxford für die englische Sprache unterrichtet hat und eben Sprachwissenschaften studiert hat. Das Interessante an dem Charakter ist einfach, dass Tolkien damals im jungen Alter schon eine eigene Sprache erfunden hat, die dann später eben in Herr der Ringe und Hobbit und unter anderem auch anderen seiner Bücher zur Geltung kommt. Und das einfach die Entstehung davon zu sehen, ist sehr, sehr, sehr cool und ist auch richtig gut umgesetzt. Nicholas Holt geht in der Rolle sehr gut auf. I want you to be my VP. I want you. You're my vice. Platz Nummer 8 ist für mich dann Weiß. Technisch gesehen ist es ein Film, der eigentlich letztes Jahr rausgekommen ist, aber ich habe die Liste jetzt so formiert, dass auch wenn der Film letztes Jahr schon bei den Oscars war und da wird später auch noch ein anderer kommen, er für dieses Jahr für mich gilt. Ganz einfach, um euch nicht zu verwirren. Also um es kurz nochmal zu erklären, der Film ist technisch gesehen eben letztes Jahr rausgekommen, 2018, in Amerika, aber bei uns erst 2019. In Weiß geht es um den mächtigsten Vizepräsidenten aller Zeiten, Dick Cheney, der damals unter George W. Bush eben die Fäden gezogen hat. Man sagt, dass er eigentlich für alles verantwortlich war, was unter Bushs Regierung damals passiert ist. Bureaucracy, Military, Energy,
and foreign policy. Yeah, right. I like that. Außerdem wird er sehr stark unterstützt von seinen Nebendarstellern, die eine Wahnsinns-Performance hinlegen. Vor allem Steve Carell geht in dieser Rolle ziemlich auf. Amy Adams und Sam Rockwell aber auch starke Nebendarsteller. Wie gesagt, war er auch bei den Oscars nominiert, hat dort auch was gewonnen. Neben 8 Nominierungen hat er den Oscar für beste Maske bzw. Make-up gewonnen und das auch sehr verdient, wenn man sich mal den Hauptdarsteller Christian Bale in der Rolle ausschaut, denn den kann man fast gar nicht mehr wiedererkennen. I believe we can make this work. Hot damn. Also wer ein House of Cards Fan ist, der wird diesen Film auf jeden Fall mögen. What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays. What I love about Charlie, he loves being a dad, he loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night. Platz Nummer 7 ist der Film, der The Favorite gerade noch aus der Liste gekickt hat, und zwar Marriage Story. Den habe ich in einigen anderen Listen drinnen gesehen und dann dachte ich mir, ja, den muss ich mir jetzt auch nochmal anschauen. Es gibt auch noch einige andere Filme, die ich aufholen muss, verlinke ich euch ebenfalls in der Beschreibung. Dieses Jahr leider nicht so viel Zeit für Kino. Und Marriage Story ist aber auf Netflix, das heißt, den könnt ihr euch dort auch anschauen. Für mich war es aber persönlich ein bisschen schwierig, der Handlung so zu folgen. Speziell wenn ich auf Netflix einen Film schaue, ist es leicht, dass man mal kurz aufs Handy schaut und irgendwie so den Strang verliert oder beziehungsweise das Gefühl verliert. Deswegen habe ich mir den Film gleich zweimal nacheinander angeschaut. Charlie and I are getting a divorce, Mom. You can't be friends with him anymore. Dima? Charlie Bird! Mom! Mom? Mom! Beim zweiten Mal hat es dann aber Klick gemacht, beim ersten Mal, wie gesagt, war ich ein bisschen leicht abgelenkt, aber beim zweiten Mal hat mich das Drama von Noah Baumbach gefesselt, der dort seine eigene Geschichte erzählt als Drehbuchautor, denn er war eben der Charlie in dem Film, gespielt von Adam Driver, den ihr wahrscheinlich aus Star Wars kennt, der mit seiner Frau bzw. Ex-Frau, gespielt von Scarlett Johansson, in einem Scheidungsprozess ist und das zwischen seiner Arbeit in New York und deren Lebensraum in Los Angeles. Zusätzlich ist sein Kind involviert und das Ganze ist sehr, sehr tragisch. Eine Liebes-Drama-Komödie könnte man fast sagen, aber es ist eigentlich mehr tragisch. Und die schauspielerische Leistung von den beiden Hauptdarstellern ist halt absolut der Wahnsinn. Und wenn man wirklich in diesen Film hinein versinkt, deswegen würde ich euch das Kino empfehlen, dann wird man das auch wirklich mitbekommen, wie gut das gespielt ist. Together. Auf Platz Nummer 6 ist, glaube ich, für mich die größte Überraschung dieses Jahr. Eigentlich ist es überhaupt nicht mein typisches Filmgenre und ich wollte auch gar nicht in den Film gehen, als mich Eni gefragt hat, ob ich den sehen möchte, weil auch der Titel nicht so ansprechend war. Ich meine, wer geht denn in einen Film, der Ford vs. Ferrari heißt? I will put you in the driver's seat at Le Mans. You just shut your mouth and let me do my thing. Ich habe auch überhaupt keinen Bezug zu Rennsport generell und kenne auch die ganze Story dahinter nicht. Die habe ich erst im Film kennengelernt, also wie praktisch damals in den 60er Jahren Ford gegen Ferrari antreten wollte, um das 24-Stunden-Rennen von Le Mans zu gewinnen. Die Action-Szenen in dem Film, also die Racing-Szenen, ich bin im Kino gesessen und das Adrenalin hat mich gepackt. Ich hatte Herzrasen, habe mich festgeklammert, in meinen Sitz reingedrückt. Ich habe mich gefühlt, als ob ich in einem Rennen war. Diese Szenen waren extrem gut umgesetzt und Matt Damon und Christian Bale spielen eine Wahnsinnsrolle und spätestens jetzt, wenn man sich Christian Bale nochmal genauer anschaut, sollte man merken, der Typ sieht definitiv nicht aus wie Dick Cheney in Weiß. Do you have a show plate? No. Do you have any moving violations? No. Do you drink on the job? No. You ever hit anybody? On a job? Yeah. I don't think so. All right, then we don't have nothing to worry about. Platz Nummer 5 ist The Irishman. Das ist der wohl längste Film und der, der wahrscheinlich am wenigsten von euch gefallen wird dieses Jahr. Aber ist trotzdem ein Wahnsinnsfilm von Martin Scorsese aus der Mafia-Reihe. Sehr altertümlich umgesetzt mit den üblichen Rollen wie zum Beispiel Robert De Niro. Aber auch Al Pacino und Joe Pesci spielen da jetzt mit. Und letzterer leistet einen richtig, richtig guten Job darin, den Mafia-Boss darzustellen, der er eigentlich auch ist. Generell geht es eigentlich praktisch darum, dass man so erlebt, wie damals Business gemacht wurde, kann man sagen, von der italienischen Mafia. Und man verfolgt das Ganze aus der Perspektive von Frank Sheeran, einem Iren, der in dieses ganze Mafia-Ding hineinrutscht, gespielt eben von Robert De Niro, und dann eben in die Ermordung von dem damaligen Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa verwickelt wird, gespielt von Al Pacino. Und Joe Pesci, wie gesagt, zieht da sehr, sehr viele Stränge und eine Wahnsinnsrolle. Und das muss man bedenken, obwohl der eigentlich schon im Ruhestand war. Ich habe danach gelesen, dem wurde die Rolle über 50 Mal angeboten, bis er dann endlich zugesagt hat. Und God bless, dass er das getan hat. Der leistet da wirklich wahre Arbeit. Aber generell auch der ganze Cast leistet eine tolle Arbeit. Ist ein sehr wahnsinnig guter Film, aber wie gesagt, ich glaube nicht für jeden von euch was, alleine wegen seiner Lauflänge von 3,5 Stunden. What do you want to know? You want to know if I did it or not? No. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, that's my stunt double, Cliff Booth.
Platz Nummer 4 ist Once Upon a Time in Hollywood und der Filmtitel sagt eigentlich mehr als genug über meine Liste dieses Jahr aus, denn bisher hat jeder einzelne Film, den ich vorgelesen habe, im letzten Jahrhundert gespielt. Und so tut es auch Once Upon a Time in Hollywood, der eine wahnsinns verrückte Geschichte erzählt. Ist wahrscheinlich der letzte Tarantino-Film, ist sehr, sehr anders als seine bisherigen Filme. Und ich habe sehr viel Hass in diesem Film gespürt, also sprich, viele Leute hassen diesen Film wirklich, was ich nicht verstehen kann. Ich bin in dem Kino gesessen, trotz einer Lauflänge von fast 3 Stunden hat mich der Film gefesselt. Ich bin da drin gesessen, das ist wie ihm nichts vorbeigegangen, wohl auch gegeben durch die wahnsinnig gute schauspielerische Leistung von Brad Pitt in der Nebenrolle, die übrigens in Ad Astra leider nicht meinen Geschmack getroffen hat, deswegen ist der Film auch nicht in der Liste. Aber er stellt da praktisch schon fast Leonardo DiCaprio in seiner Hauptrolle in den Schatten. Line. Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. Kostüme sind absolut amazing. Also die wirklich so. Dafür muss eigentlich der Oscar für den Film meiner Meinung nach da sein. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video drüber, wie ich dann zu meinen Oscar-Kandidaten stehe, wenn das dann im Februar soweit ist. Eventuell interessiert euch das ja auch. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn euch das interessiert. Aber Once Upon a Time in Hollywood auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Platz Nummer 3 ist Parasite. Das ist ein Film, der wahrscheinlich Leuten, die nicht so viel ins Kino gehen, nichts sagen wird. Das ist ein südkoreanisches Meisterwerk in meinen Augen. Ähnlich wie andere Filme aus Asien überzeugt er halt dadurch, oder auch speziell wie Anime wie Your Name, dass er einfach nicht predictable ist. In manchen Filmen, die ich dieses Jahr geschaut habe, saß ich drinnen und dachte mir so, ja okay, das wird jetzt passieren und das ist dann auch passiert. Und so geht es mir halt als jemand, der sehr, sehr viele Filme schaut. Aber bei Parasite sitzt du halt da und denkst dir so, ah ja, und dann kommt der nächste Plot-Twist und klatscht dir einfach einen ins Gesicht. Grundlegend geht es halt darum, dass eine arme Familie sich langsam in ein Reichenhaus als Arbeiter einschmuggelt, ohne dass die davon wissen, dass die eine Familie sind. Und was dann passiert, ist halt durch extrem gute Kameraführung in einer sehr limitierten Kulisse, eben einem Haus, wahnsinnig gut inszeniert und halt einfach am Plot-Twist nichts zu übertreffen. Du hast bis zum Ende des Films keine Ahnung, was jetzt eigentlich passiert. Platz Nummer 2 ist dann ein Film, der eigentlich Nummer 1 letztes Jahr für mich gewesen wäre, aber durch diese Verschiebung mit der Oscar-Liste, wie ich es jetzt gemacht habe, landet er in diesem Jahr auf Platz 2 und zwar ist das Green Book. Yeah. Some guy called over here, a doctor. He's looking for a driver. You interested? I am not a medical doctor. I'm a musician. I'm about to embark on a concert tour in the Deep South. Green Book ist eine Biografie. Ich habe gerade vorher schon erwähnt, Biografien sind mitunter mein Lieblingsgenre. Und es geht da um die Freundschaft von Tony Lip, der ein echter Charakter ist, der eigentlich Tony Vallelonga heißt, und Don Shirley und deren bemerkenswerte Freundschaft. Do you foresee any issues in working for a black man? You in the Deep South? There's gonna be problems. Promise me you're gonna write me a letter. No problems. Da das Ganze ja eine Biografie ist, basiert es ja auch auf wahren Begebenheiten. Und Tony Lip ist einer der Schauspieler, der durch Sopranos bekannt wurde und eben in dieser ganzen Mafia-Serie mit der Pate und allem Möglichen auch involviert war. Und sein Sohn Nick Vallelonga ist tatsächlich der Drehbuchautor, also der hat das Drehbuch für den Film hier geschrieben, der um die Freundschaft von eben Don Shirley und seinem Vater Tony Lip handelt, die beide 2013 gestorben sind. Gespielt werden die beiden Rollen von Viggo Mortensen und Mahershala Ali, die man aus Herr der Ringe oder Hunger Games kennt. Und das ist einfach schon eine tolle Besetzung an sich, so wenn man das so liest. Aber wie die beiden in dem Film harmonieren, ist eine ganz spezielle Sache. Da trifft wirklich eine Welt auf die andere und es funktioniert sowohl im Film als auch schauspieltechnisch wahnsinnig gut. I've never had fried chicken in my life. You people love the fried chicken. You have a very narrow assessment of me, Tony. Yeah, right? I'm good. Um es grob in der Handlung zu umfassen, es geht halt darum, dass der Musiker Don Shirley, der ein Schwarzer ist, durchs Land reisen möchte, um privilegierten Weißen Shows zu geben. Und sein Vater wird dann Tony Lip, der vorher als Türsteher gearbeitet hat, und halt sehr, naja, sagen wir mal altmodisch. I'm gonna get grease on my blankie. Im Laufe der Fahrt durchs Land und vielen rassistischen Handlungen gegenüber Don Shirley, da er ja schwarz ist und das Ganze in den letzten Jahrhundert in Amerika spielt, entwickeln die beiden aber eine besonders innige Freundschaft und ich habe mich wirklich so in diesem Film gefangen gefühlt. Es ist echt ein Film, der einen sehr, sehr catcht und mitnimmt. We do this. Pick it up, Tony. Squirrels would eat it anyway. Pick it up. Arthur, does it help to have someone to talk to?
Und Platz Nummer 1, ich glaube, es ist für wenige eine Überraschung, ist für mich Joker. Tatsächlich habe ich den Film aber in anderen Toplisten meistens nicht auf der 1 gesehen, sondern eher Parasite. Aber Joker ist ein Film für mich, ich hatte am Anfang überhaupt keine Erwartungen an den Film. Es ist ein DC-Film, ich bin überhaupt nicht von DC überzeugt und ich dachte mir, ja, ich packe ihn auf die Liste, ich werde ihn mir anschauen, aber er wird jetzt halt nicht so was Besonderes sein. Joaquin Phoenix in dieser Hauptrolle ist aber deutlich mehr als besonders. She told me I had a purpose. To bring laughter and joy to the world. Der Film ist sehr ruhig, fast schon eigentlich ein Arthouse-Film. Und das ist etwas, was im Mainstream eigentlich normalerweise gar nicht ankommt. Und so waren auch am Anfang die gemischten Meinungen. Und so war auch meine Meinung, wie ich das erste Mal über den Film was gehört habe. Aber spätestens als die ganzen Kritiker dann auf einmal eine Standing Ovation von 8 Minuten bei dem Filmfestival gegeben haben, dachte ich mir, okay, vielleicht wird der Film ja doch ganz gut. Und wie schon erwähnt, Joaquin Phoenix hat in diesem Film so viele Szenen, wo er improvisiert, hat sich körperlich extrem verändert. In diese Rolle ist er eingetaucht wie kein zweiter. Das ist eine schauspielerische Leistung, die selten, wirklich sehr, sehr selten aufkommt. To your fear and sorrow, smile, and maybe tomorrow, und ich glaube, das letzte Mal, wie mich ein Schauspieler so sehr überzeugt hat in einem Film, war das Matthew McConaughey in Interstellar. Es gibt da so eine berühmte Szene, die wahrscheinlich viele von euch kennen, wenn ich dann sollte den Film auf jeden Fall anschauen. Und Joaquin Phoenix reiht sich da halt direkt dahinter an, meiner Meinung nach. Er hat diesen ganzen Film auf seinen Schultern getragen, war fast alleine in diesem Film zu sehen, das Ganze eben noch nicht verstrickt mit der Batman-Geschichte, aber das ist halt wirklich so der perfekte Anti-Helden-Film, der auch noch unsere Gesellschaft absolut akkurat reflektiert. Das war meine Top-Liste. Wenn ihr noch Filme habt, die euch gefallen, ich habe noch ein paar, die ich anschauen möchte, die jetzt noch auf der Liste stehen, unter anderem eben Portrait of a Lady on Fire, The Lighthouse und I See You. Das sind aber alles Arthouse-Filme, also wahrscheinlich eher ein bisschen weniger euer Fall, aber ja, vielleicht ja doch etwas für euch. Ich packe euch alles in die Beschreibung und wenn ihr so ein Video nochmal sehen wollt, entweder vor den Oscars zum Beispiel oder monatlich oder was auch immer, Filme sind eine große Leidenschaft von mir, dann schreibt mir das doch bitte in die Kommentare oder lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, denn das ist das letzte Video, was dieses Jahr auf diesem Kanal online kommt. Checkt aber wie gesagt gerne die anderen Videos auf meinem Main-Channel aus. Auf Winicraft kommen gerade Amerika-Vlogs, die kommen viermal die Woche, sind jetzt aber schon fast alle online, aber ihr könnt die nachschauen. Ist eine richtig, richtig gelungene Serie von mir auch geworden, muss ich sagen. Also bin ich ein bisschen so self-proud und es ist auch mehr eine Erinnerung, die ich einfach festhalten wollte, wie meine Zeit in Amerika war. Ich wünsche euch nur das Beste für 2020 und wir sehen uns sicher bald im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.